Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Lord of the Rings Volume 1. So, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass ich nicht weiß, wer dieser größte Feind ist. Also ich habe im Handbuch nachgesehen, Sauron war mal der Hauptmann von Morgoth. Ich habe Morgoth versucht, ich habe nochmal Sauron versucht. Dann habe ich einfach angefangen, so die üblichen Verdächtigen, wenn man ärgster Feind im übertragenen Sinne meint, versucht, also Verzweiflung, Gier, Angst, Hass, diese ganzen Wörter, aber ich habe es nicht rausgefunden. Also wenn ihr es wisst, was die Antwort ist, gerne in die Kommentare packen. Und ich hoffe, dass das uns nicht irgendwie das Spiel kaputt macht, dass wir das nicht rausgefunden haben. Aber vielleicht wird sich ja noch irgendwo ein Hinweis ergeben. Jedenfalls Stand jetzt habe ich es nicht rausgefunden. Aber was ich rausgefunden habe, ist, was hier der Punkt ist, wo man sich in diesem Gebiet heilen kann. Und das ist das Zugangstor zu der Elfenstadt. Und zwar nicht das, wo wir in der letzten Folge waren, sondern das ursprüngliche Tor, wo wir ganz am Anfang mal reingelaufen sind. So, unsere Leute sind voll geheilt. Das war jetzt die positive Nachricht. So, und hier hatte ich mal in einer Pause mich mit einem Elfen unterhalten. Ich glaube, das war sogar hier irgendwo in einem Haus drin. Also nicht Haus im Sinne von Haus, sondern Haus im Sinne von Baum. Und der hat mir das mit diesem Trauerhügel erzählt. Und dass es dort einen Elfenstein gibt. Wenn ich jetzt noch mal... Da ist eine Dame. Wo ist jetzt das, was ich meine? Zumindest wird es wieder hell. Also es war hier irgendwo eventuell der Baum. Genau, der Baum war das, da wohnt ein Elf drin. Der hat das mit den Elfensteinen erzählt. Und hier nebendran ist einer dieser ja, Hügelgräber oder so, wie wir sie schon oft gesehen haben. So, vielleicht ist das der Trauerhügel, den er gemeint hat. Wir schauen uns das Ding mal genauer an. Denn dort würden wir dann einen Elfenstein finden. Und dann hätten wir alle Items, nee, Quatsch, nicht alle Items, aber fast alle, die Galadriel haben wollte. Machen wir einfach mal eine Wahrnehmung. Du entdeckst einen Gegenstand von besonderem Wert. Bitte lass es ein Elfenstein sein. Sehr schön. Mary hat auch noch Platz. So, das macht mich jetzt sehr glücklich nach dem Misserfolg mit diesem komischen Rätsel, wer der ärgste Feind ist. Ich habe keine Ahnung, was das war. Vielleicht hat auch die Übersetzung irgendwie so übel zugeschlagen, dass es einfach auf Deutsch nicht lösbar ist. Das kann auch sein. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht werden wir es nie erfahren. So, jetzt gehen wir nochmal zurück zum Tor. Und von dort aus gehen wir nochmal zu Galadriels Spiegel. Denn ich hätte die Vermutung, dass man ja... Man muss ja sowieso nicht den Stern haben, sondern das Licht des Sterns. Und dass, wenn sich der in Galadriels Spiegel spiegelt, man dort dann Wasser schöpfen muss oder so. Denn dort haben wir ja schon mal von diesem Stern gelesen, dass er sich in dem Wasser spiegelt. Und sonst haben wir noch nie irgendwie was von dem Stern gehört, außer dass uns ja die eine Dame in der letzten Folge ja gesagt hat, dass man den Stern ja eigentlich nicht erreichen kann. Und dann passt es noch mehr mit diesem ja, Wasser eigentlich einsammeln und dass das dann als Licht des Sterns gilt. Gut, dass es jetzt gerade dunkel wird. Denn Sterne sind ja bekanntlicherweise nur bei Nacht da. Also zumindest nur bei Nacht sichtbar. Da sind sie natürlich immer. Aber nur, dann, nur in der Nacht sieht man halt ihr Licht. Und wir brauchen das Licht von diesem komischen Stern da. Und so, hier haben wir den Fluss. Und dann muss hier in der Nähe war dann
Galadriels Spiegel. Und da möchte ich nochmal mit euch hin. In der Hoffnung, dass ich mit meiner Vermutung richtig liege. Da ist er. So, das Wasser ist voller Licht von Earendils Stern. Genau. Dann schauen wir mal, dass das funktioniert. Wer von euch hat eine unserer Flaschen gehabt? Warst du das, Mary? Grabdolch, Ration, grüner Schädel, Stoffbekleidung. Nee, du hast nur den anderen Kram. Wer hat so eine Flasche gehabt? Muss einer der Helden sein, die schon länger dabei sind. Also ich habe auch das vorhin noch mal gesehen. Also es ist nicht bei den Entführten, sondern irgendwo hatte ich es noch gesehen. Gimli, hast du eine Flasche? Da, Gimli hat eine Flasche. Benutzt die mal. Aha. Dein Gespür gibt dir recht, denn als du das Wasser in die Flasche lässt, ist es auf einmal voller Licht von Earendils Stern. Das ist der Silmaril, den er unter größten Gefahren nach Valinor gebracht hat. Die Silmaril, das waren ja diese drei Edelsteine. Das war ja dann in dem Silmarillion, das vor dem kleinen Hobbit spielt. Aber wie gesagt, das habe ich nie gelesen. Ich kenne nur diese drei Edelsteine, weil das Entwicklerstudio von der Isha-Trilogie hat sich nach den Silmarils benannt. Daher bin ich dann nochmal vor kurzem drauf gestoßen. So, das Wasser ist voller Licht von Earendils Stern. Genau, das hatten wir gerade. So, jetzt haben wir die fünf Gegenstände für Galadriel. So, aber zuerst gehen wir nochmal in diese Höhle von Galadriel. Sorry. Denn die war doch, glaube ich, hier ganz in der Nähe. Und dann müssen wir schauen, ob wir Galadriel dann in ihrem Baum finden oder ob wir Galadriel am Hafen finden. So, genau, das mit dem Paragraf 210, das hatten wir schon mal. Da ist ja das schwanenförmige Schlüsselloch. Und Celeborn hatte ja Galadriels Schlüssel oder glaube ich sogar mittlerweile zwei ihrer Schlüssel. Quatsch. Da wollte ich nicht hindrücken. Celeborn? Wieso habe ich jetzt wieder Legolas? Ich wollte Celeborn haben. So, Celeborn. Mach mal Rüsten verwenden. Er hat das lecker Essen, da zwei Galadriels Schlüssel hatte. Benutz mal einen deiner Schlüssel. Ah, und einer muss noch die Fackel in die Hand nehmen. Also Fackeln haben wir mehrere. Die müssen wir jetzt nur finden. Also ich weiß, dass Gimli welche hat. Ja, genau, Licht aus. Und der Rückweg ist versperrt. So. Ja, Sam, unseren Fackelträger, haben wir jetzt nicht mehr. Aber wer wahrscheinlich genauso wenig Schaden macht, das ist unser neuester Zugang. Denn er hat keine Schwertfähigkeiten, er hat einfach gar nichts. Von daher, ich glaube, er hat auch, glaube ich, Fackeln im Inventar. Schauen wir mal. Nein, er hat keine Fackeln. Also ich habe mit mindestens zwei Leuten habe ich Fackeln gekauft. Nee, du hattest ja nur den Kram. Dann eventuell Gimli, denn er war ja zu der Zeit noch unser Anführer. Gimli, habe ich dir Fackeln eingepackt? Sag bitte ja. Ja, genau, er hat zwei Fackeln. Dann gib mal bitte eine dieser Fackeln an unseren Ex-Dieb.
genau, Reif. Den habe ich gemeint. So, und gib dem mal bitte eine deiner Fackeln. Also wir haben jetzt drei Leute, glaube ich, die Fackeln im Gepäck haben. Da sollten wir auf der sicheren Seite sein. Wir haben ja da eine gewisse Lernkurve hinter uns bezüglich Fackeln. So, den. Und dann soll der bitte Rüsten verwenden und dann die Fackel. Ha, und es werde Licht. Die Herren sprach, es werde Licht und es wurde Licht. So. Sehr schön. Dann können wir jetzt endlich mal hier gucken. Also Galadriel hat ja gesagt, hier sollen üble Dinge unterwegs sein. Deswegen hat sie hier ja mal zugesperrt gehabt. Und ich hoffe, dass das nicht allzu übel ist. Aber ich gehe mal nicht von ein paar schnöden Orks aus. Hier ist schon mal nix. Doch. Die Knochen dieser Kreatur könnten der Größe nach von Drachen stammen. Wieso gibt es kein Rollenspiel, das ich spiele, in dem keine Drachen vorkommen? Danke, Spiel. Okay. Wir sind in der Drachenhöhle. Ich glaube, das ist jetzt ein Teil, der im Spiel existiert, den es aber nicht in den Büchern gab. Oder mach nicht das Licht aus, Spiel. Oder gab es im Herr der Ringe wirklich... Doch, klar, Smaug gab es ja. Ja, Smaug war ja ein Drache. Also ja, im Herr der Ringe gab es auch Drachen. Oh mein Gott. Spiel, lass das mit dem Licht. Das ist verstörend in der Drachenhöhle. In Urzeiten verwendeten die Zwerge in Khazad-dûm diesen Raum zum Stahlschmelzen, aber das Feuer ist seit langem erloschen, so dass nur noch eine Schmiede an die einstige Zeit erinnert. Du spürst, dass an diesem Ort nicht alles stimmt. Die Schmiede ist mit Zwergenruhen geschmückt. Wir sollten vielleicht doch mal Gimli wieder vorlaufen lassen. Nein, Legolas wollte ich jetzt wirklich nicht. Lassen unseren Fachmann für Bergwerke mal vorlaufen. Und dann schauen wir mal, was hier nicht stimmt. Oder ist was? An dieser Stelle befindet sich eine alte Zwergenschmiede. Das Metall scheint uralt zu sein, aber der kleine Ofen ist noch intakt. Kann Gimli uns hier Mithrilzeug schmieden? Was wollte die Klingel uns sagen? Haben wir wieder irgendein Machtwort gelernt oder Werte bekommen oder was auch immer? Durin. Hatten wir Durin vorher schon als Machtwort? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber mach du mal bitte hier benutzen, verwenden, das Mithril-Zeugs. Nee, das bringt nichts. Ja, Gimli ist auch kein Schmied. Keine Ahnung. Behalten wir mal im Hinterkopf, dass da eine Schmiede gab. Und schauen uns einfach mal um. Und werden hoffentlich keinem Drachen begegnen. Dann müsste ich wieder Panik schieben. Ich hasse Drachen. So, bisher recht gemütlich hier. Einen Moment lang erscheinen dir kurz Zwerge, die graben, nach Gold und Mithriladern suchen, mit einer Ausdauer, die nur Zwergen eigen ist. Du hast das Gefühl, zum Zwerg zu werden und ihren Schmerz und Hunger auf Gold zu teilen. Und plötzlich ist im Nu alles wieder normal. Was geschieht mit dir? Das würde ich auch gern wissen. Irgendwas ist hier ziemlich seltsam.
Also von Galadriel wissen wir, dass es hier auch einen Zugang zu den Minen von Moria gibt. Von daher passt das schon, dass hier ganz viele Zwerge unterwegs sind oder mal waren. Die Zwerge hier sind ja schon länger weggezogen. Aber was gibt es hier für uns Besonderes, Tolles, was auch immer? Eine Brücke. Was greift uns jetzt an? Auf der Brücke verhöhnt dich der Hauptmann der schwarzen Reiter, der Hexenkönig von Angmar. Der schwarze Hauptmann, der unter 100 unseligen Namen bekannt ist. Dies ist Saurons Reich und bald sollen alle Orte zu Saurons Reich gehören. Dann verschwindet die Erscheinung. Spiel, du hast mich jetzt ganz schön erschreckt, vor allen Dingen wegen der Kampfmusik. Gut, tief durchatmen, weiterlaufen. Der Schwefelgeruch wirft dich fast um. Ja gut, das kann in Bergwerken mal passieren. Schauen wir mal da hoch. Ich habe ein bisschen Schiss wegen dem Drachen. Okay. Von hinter dem Schutt kann man ganz klar Schreie hören. Gandalf, Gandalf. Das ist wahrscheinlich wieder ein Vogel, oder? Können wir da buddeln? Aragorn, Mann fürs Grobe. Moment mal, wir machen zuerst mal Aragorn zum Anführer, denn da hinten gammeln gerade die Menschen rum. Und Aragorn hat ja die Axt, beziehungsweise den Pickel von Durin und unseren Aufnehmen-Pickel und weiß der Kuckuck was. So, also das schwere Gerät. So, Herr Aragorn mit dem schweren Gerät. Gehen Sie mal bitte nach vorne. Und benutzen mal bitte das schwere Gerät. Durins Pickel zum Beispiel. Bringt nichts. Dann versuchen wir den normalen Brecheisen. Schaufel. Nichts. Stehen wir falsch oder geht das nicht? Ja, hinter dem Schutt. Dann versuchen wir mal da, wo die Nachricht kam. Versuchen wir das nochmal. Nein, ja doch. Ein brauner Vogel fliegt aus dem Käfig ins Licht und erfreut sich der Freiheit. Hüte dich vor dem Wolf im Schafspelz, ruft er beim Wegfliegen. Welcher Wolf im Schafspelz? Okay. Ach, haben wir da jetzt den Vogel freigebuddelt? Ach so, ich dachte, wir kommen da jetzt durch. Na gut, egal. Hauptsache, wir haben wieder den so einen Gandalf-Gandalf-Vogel befreit. Das ist mal eine Maßnahme. Spiel, lass das mit dem Hell-Dunkel. Lass das. Spiel, das ist verstörend. Nicht dunkel machen. Aber noch kein Drachen in Sicht. Der Schwefelgeruch wirft dich fast um. Ja gut, solange es nur fast ist, passt das. Oder verlieren wir dadurch Lebenspunkte? Nein, verlieren wir nicht. Okay. Weiter geht's. Oh, Wasser. In der Mitte eines strudelnden Teiches sieht man die steinerne Figur
eines einst stolzen Adlers auf einer einsamen Insel. Er wurde seiner Flüge beraubt und seine Augen sind mit Schlamm bedeckt. Das Wasser bewegt sich zu schnell, um sicher durchschwimmen zu können. Wir können eh nicht schwimmen, Spiel. Mach mal Wahrnehmung. Nix. Na gut, das behalten wir mal im Hinterkopf. Boah, der arme Adler ohne Flügel. Augen voll Dreck. Das ist tragisch. Na gut. Egal, Hauptsache kein Drache. So, wieder der Schwefelgeruch. Scheint aber nicht so schlimm zu sein. Spiel, lass das mit dem Licht. Das macht es nämlich alles noch viel gruseliger. Und viel Grusel brauchen wir nicht. Mach bitte das Licht an. Spiel, hallo? Hättest du das Licht auch auslassen können. Na gut. Seid ihr Orks? Nein, Uruks. Egal, Uruks ist nicht so schlimm. Uruks ist noch ganz okay. Besser als die fetten Trollviecher da. Aber so von der Anzahl her sollten sie schon eine Runde drankommen. Also gebt euch mal Mühe. Damit es nicht noch eine zweite Runde wird. Ein Urk ist tot, sicher. So, diverse Leute stehen halt auch am Hintern der Welt. Die müssen wir zuerst mal rangieren. Das war daneben, Celebrit. So, nee, er trifft von hier nicht. Aber er kann vorgehen. Dann geh mal zu Aragorn kuscheln. So, alle gehen wie immer auf Uruk 1. So, du bist Nahkämpfer. Da ist er. Dann geh du auch mal nach vorne. Auf Uruk 1 bitte. So. Nochmal tot. Da waren es nur noch 4. Oh, die sind schon dran. Das ist übel. Aber zumindest haben sie kein Zielwasser gesoffen. Ja, der hat getroffen, aber keinen Schaden gemacht. Okay. Das war sehr gut. Das war sehr, 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 sehr gut. Aber wie kommen jetzt diese Orks da mit dem Drachen zusammen? Genau, das weiß man nicht. Vielleicht kann uns hier jemand Schwimmen beibringen. Für über den Fluss zur Insel. Wobei eigentlich wurde ja gesagt, dass die Strömung zu stark ist, um schwimmen zu können. Dann weiß ich es nicht. Noch ein Urk tot. Wow, ein Schadenspunkt. Wo ist eigentlich unser Fackelträger? Der war doch noch gar nicht dran. Hä? Oder habe ich den verpasst? So, noch ein Uruk ist tot. Reif oder wie auch immer du heißt. Oh, 4 Schadenspunkte an Glorfindel. Und daneben. Wo ist, mal ganz im Ernst, wo ist unser Augenklappentyp? Macht der nicht mit? Oh Mann.
Haben wir den irgendwo verloren? Vielleicht haben wir deswegen ständig kein Licht, weil der irgendwo den Anschluss verloren hat. Oder er wollte sich vom Kampf drücken. So, ein Uruk ist noch da. Den bitte noch umbrezeln. So, null Uruks. Ah, da hinten steht ihr. Ja, dann kommt mal bitte jetzt alle da rein. Und dann gehen wir in die Pause. Bis gleich.